Rote Tränke kommen. Rote Tränke sind jetzt außen. Grüne Tränke sind später innen. Ich brauche Greifärmchen. Da. 196 Stück. Und ich brauche Kupferkabel. 1000. Schieß mich tot, Kupferkabel. Da. Kupferkabel. Gut. Du hättest gerne die da. Also, Rot wird produziert. Rot landet immer noch, wie geplant, außen. Und Grün muss innen landen. Ja, kommt von hier auf das. Ja gut. Also das hätten wir jetzt mal wieder geschafft. Aber dass ich das immer wieder umbauen muss, ist ein bisschen doof. Vor allem haben wir gleich ein Problem. Gleich kommen nämlich die hellblauen Tränke noch mit zu. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen Kreis hier außen rum machen. Könnte theoretisch schon mal anfangen. Worauf denn die hellblauen Tränke laufen? Und später auch noch die anderen, die wir noch gar nicht sehen. Das sind die lila Tränke. So, und schon haben wir ein Problem, denn das System hier kreuzt sich damit. Das heißt, wir müssen dich wieder umbauen, tut mir leid. Genau, dich verbinden wir. So. Kommst du da raus? Ja, du kommst raus. Gut, du musst da... Du musst kurz weg. Jetzt fahren die Sachen alle hier runter und kommen nirgendwo wieder hoch. Das ist auch recht verstörend. Du gehst bitte hier rum. Darum. Machst hier ein bisschen Platz. Brauchst eigentlich zwei Platz. Dann könnt hier einen Greifer haben, das wegschnappen für die Dinge. Okay, ist okay. Das geht sich auf. So, und jetzt kann das hier wieder runter, 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 runter. Also, du kommst da runter. Hättest jetzt noch gerne einen Aufgang, wenn ich das richtig sehe. Du weg, du runter. Oh, das geht gar nicht so weit. Okay, du da rauf, du da wieder runter, du da wieder rauf. Und du gehst dann von da da rauf. Das sieht jetzt kein bisschen verwirrend aus oder so. Warum? Warum gehen die roten Tränke da nicht runter? Ich kann mich gerade nicht mit Forschung beschäftigen. Ich habe wichtiges Zeug hier zu tun. Also, du weg. Das hier ist der ganz normale. Die war nicht verbunden. Das ist der ganz normale äußere Ring. Der ist hier nur kurzfristig unterbrochen. Jetzt ist das... Autosave. So, das ist für Grün. Rot wird hier runtergeleitet, kommt hier wieder hoch, wird hier wieder runtergeleitet. Oh, das geht nicht. Kommst da runter. Es muss auf das innere Fließband. Mist, Mist, Mist. Also ich... überlegt mir gerade, wo ich das überall langlaufen lassen könnte. Aber nee, es muss da runter, es muss da runter, es muss da hoch. Und dann muss es von hier aus weiter und es darf nicht dahin. Ja, geht nur da lang, ne? Oh, kann ich das da drunter laufen lassen? Wahrscheinlich auch nicht. Ah doch, hier geht komischerweise. Also, ne? Im rechten Winkel rüber geht, aber untereinander, übereinander quasi, geht nicht. Sehr komisch. Aber gut, Test. Und ja, ich weiß, was ich tue, glaube ich. Ich brauche mehr Dinger zum Runterbauen. Oh
Bist du da? Aha, es geht auf. Das sieht so durch aus. Und es geht bestimmt besser, aber ich will es jetzt erstmal einfach nur haben. Optimieren kann ich später immer noch. So. Das Spiel. Ich habe mich von ihr verarschen lassen. Also, grüne Tränke, es wuselt durch und es ist am Ende innen grün und außen rot. Das ist das Wichtigste. Gut. Und wir haben bei jeder Fabrik jetzt noch lange Arme, schon mal als Vorbereitung für die hellblauen Tränke. Mehr lange Arme. Und allein dieses Heckmeck jetzt schon. Ich sollte jetzt schon wieder zu den Kraftwerken gehen und gucken, ob die Kohle alle ist, so lange wie das gedauert hat. So. Also Arme sind überall vorhanden. Der Kreislauf steht leider noch nicht. Das machen wir mal kurz. So. Ja, wie wir das jetzt mal, wir haben noch gar keine Ahnung. Wir haben noch keine Fabrik für die hellblauen. Das heißt, wir machen einfach mal eine Kiste hier. Das heißt, du haust hellblaue Tränke rein. Wir sollten irgendeine Forschung starten, die hellblaue Tränke braucht. Aber nicht so viele. 200. Poison-Kapsel. Slowdown-Kapsel. Combat-Shotgun. Was? Was will ich haben? Ich glaube, das ist neu. So, Britzel, Britzel, Britzel. Wir brauchen mehr blaue Tränke. Dafür brauchen wir rote Chips. Da haben wir ja schon vor einer Weile was angeworfen. Mal gucken, was dabei rumgekommen ist inzwischen. Genau, ihr Jungs. 2 rote Chips. Weiß ja nicht, das klingt jetzt nicht so beeindruckend. Aber okay. Grün hat schon wieder keine Ärmchen. Du hast Draht, du hast Eisenplatten. Ist durchgehend am Rödeln. Ja, rödel mal weiter. Kupferplatten. 2800 Gears, das ist gut. Du bist am Gears reinwerfen. Du bist am Gears reinwerfen. Du brauchtest auch Gears? Ja. Gears. Grüne Chips. Grüne Chips. Gut, also Forschung läuft durch. Platten kommen rein. Strom wollte ich nachgucken. Sieht okay aus. Kiste ist leer. Das heißt, er geht gerade durch die Restbestände. Das ist keine gute Lösung. Wir brauchen definitiv mehr Brennstoffzellen. Ja, das kommt nicht hinterher. Also wir können wieder anfangen mit Kohle zu feuern, aber das finde ich ein bisschen zu oldschool. Flop, paar Brennstoffzellen. Den Rest brauchen wir. Ja, okay, Prioritäten. Erstmal befüttern wir wieder die Boiler hier unten mit den Brennstoffdingern. So. Dann gucken wir nach unten zu unseren Pumpjacks, die die Fässer voll machen. Ah, bevor wir das machen, holen wir uns neuen Stahl, damit wir unterwegs neue Fässer machen können, um die unten schon mal in die Kisten zu legen. Dann schnappen wir uns unten die Fässer. Schnappen uns dann unten die Fässer, nehmen die mit nach hier oben, pumpen das irgendwie manuell da rein, wofür wir wieder eine Fabrik brauchen werden. Und dann haben wir hoffentlich durchgehend genug Öl und dadurch haben wir dann auch schneller wieder, hier muss Licht hinten dran, haben wir auch schneller wieder die Brennzellen. Wollen wir weg. Weil ich denke, aber momentan ist auch das Problem, dass halt nicht durchgehend genug Erdöl da ist. Für die Refinery.
dementsprechend auch nicht durchgehend Brennstoffzellen produziert werden. Weg. So, das sieht doch gut aus. Du kriegst mal ein paar Fässer. Das ist alles proppenvoll. Sehr schön. Du kriegst auch ein paar Fässer. Und die nehmen wir alle mit. Ein Inventar voll. Oh, das ist gut. Die stacken wenigstens nur bis zu 10. Das heißt, der Spieler kann nicht 100.000 Crude Oil Barrels mit sich rumschleppen. Das ist auch eine Sache, die sie machen könnten, um es einen Ticken realistischer zu machen. Die größeren Maschinen, wie zum Beispiel Boiler, haben eine maximale Stackgröße von 1. Oder sie nehmen mehr Platz weg. Also so ein Refinery braucht ja nicht ein Slot im Inventar, sondern 4x4 Slots. Das würde auch ganz gut ankommen. Also wenn es dafür einen Mod gäbe, würde ich den glaube ich auch installieren. So, du da rein. Du. So. Damit bist du eine Weile beschäftigt. Mehr Fässer. Wo ich schon mal hier unten bin, noch irgendwas zu tun hier unten? Ich habe vergessen, die neuen Mauern abzuholen. Wir hatten hier irgendwo diese quasi vollautomatische Mauerproduktion. Da sollte ich kurz mal vorbeigucken. Bis die Fässer alle fertig sind. Kupfer ist alle. Ist jetzt nicht so schön. Aber ja, Kupfer ist bald alle. Also Zoll, das eine fällt hier. So, und du hast 103 Mauern. Sehr gut. Fässer sind auch fertig, das passt denn ja. So, die hier mussten alle weg. So. Du kriegst 16 Fässer. Du kriegst 10 Fässer. Ihr alle kriegt eine Mauer. Tada! Die ist falsch, die kommt weg. Ich hoffe, ich habe noch Laser-Turrets dabei. Habe ich nicht. Und ich kann keine bauen, weil ich keine Stahlplatten habe, weil ich daraus Fässer gemacht habe. Nicht ganz so toll, aber okay. Da, Mauer. Da kommen jetzt 3 Türme hin. Da kommen 3 Türme hin. Und hier ist halt das Komische. Ja, muss ich gucken, ob ich vielleicht hier auch noch Zwischentürme setze, weil es ja die Ecke ist, wo am meisten los ist. Aber mal gucken. Mauer. Das nutze ich jetzt momentan als nicht wirklich Verteidigungslinie, sondern eher als Verzögerungsposten. Da sind sie wieder am Rumballern. Weil wenn jetzt hier Aliens ankommen, dann werden sie nicht durchlaufen und zu meinen Maschinen rennen. Sondern ich denke, sie werden erst noch versuchen, die Strommasten hier anzuknabbern. Und genau deswegen baue ich jetzt überall hier die einzelnen Mauern rum. Die sind nur dazu da, die aufzuhalten, bis ich denn hier runtergelaufen komme. So, Mauern alle. Hier müssen überall noch Türme hin, ist okay. Wie viele Leichen haben wir jetzt? Unser Buggy. Wie viele Leichen haben wir jetzt da liegen? Auf der rechten Seite. 2. Ja. Und trotz der 6 Lasertürme haben sie es geschafft, die Mauer zu beschädigen. Ist nicht schlecht. Kann man nicht sagen. Oh, die Roboports, warte mal. Das ist nämlich auch noch ein sehr schickes Extra bei den Roboports. Wenn man das in der Nähe von den Mauern baut, die haben einen recht großen Radius, die Roboports, wo die Roboter arbeiten. Und die Mauer wird beschädigt, dann kommen die Roboter angeflogen, reparieren das. Das heißt, ich muss mich dann darum auch nicht mehr kümmern, was ja schon mal sehr schick ist. So, wir brauchen bestimmt wieder Ärmchen. Na, grüne Tränke sieht gut aus, rote Tränke wollen irgendwie nicht. Dann gib mir bitte ein paar davon.
Oder staut sich jetzt Rot irgendwo, weil ich es vergessen habe? Nö, Eisenplatten fehlen. Ah, stopp. Das sind gar keine Eisenplatten. Das sind Kupferplatten. Das heißt, die Eisenplatten fischen wir mal hier raus aus dem System. Sonst würden die ewig hier kreisen. Und jetzt klappt das auch. Gut. Das war das eine. Da, das ist das andere. Und Chips lasse ich jetzt da. So, oh, hier sind richtig viele Chips. Was fehlt jetzt hier? Kupfergabel. Ernsthaft? Okay. Du kriegst Ärmchen. Kann ich irgendwo ganz viele Zahnräder abladen? Hier, nimm mal ganz viele Zahnräder. Du nimm mal auch ganz viele Zahnräder. So. Jetzt hätte ich gerne ganz viel Kupferdraht. Kupferplatten kommen mit, Kupferplatten kommen mit, Kupferplatten kommen mit. Alles hier rein. Bam. Und Draht kommt mit. So. Das sieht schon wieder viel besser aus mit der Forschung. Hier brauchen wir nichts, hier brauchen wir nichts, hier brauchen wir. Hör auf, mich wegzuziehen, Förderband. Da. Ganz viel rein. Wie viel haben wir da? 48. Oh, das reicht. Ich brauche nur 45 Stahlträger. Ich denke, davon haben wir aber nicht genug vorrätig. Also brauchen wir wieder Eisen. Ein halbes Inventar voll Eisen, bitte. Hier.